Bin ich die Einzige, die nicht wusste, dass Scheitern etwas Gutes sein kann? Stellt sich heraus, es ist wie eine geheime Superkraft. Denkt an Thomas Edison. Er ist über 1000 Mal gescheitert, bevor er die Glühbirne erfand. Oder J.K. Rowling, deren Harry Potter-Manuskript 12 Mal abgelehnt wurde. In diesen Geschichten geht es nicht ums Aufgeben, sondern darum, es immer wieder zu versuchen. Fehler lehren uns, was nicht funktioniert. Und das ist genauso wertvoll, wie zu wissen, was funktioniert. Es macht uns widerstandsfähiger, schärft unsere Problemlösungskompetenz und hilft uns, stärker und klüger zu werden. Also, wenn ihr das nächste Mal auf einen Rückschlag stoßt, denkt daran, es ist nicht das Ende. Es ist ein Sprungbrett zu etwas Größerem. Nehmt das Scheitern an, lernt daraus und lasst euch davon auf eurem Weg zum Erfolg antreiben. Denn jede große Erfolgsgeschichte beginnt mit einem kleinen Misserfolg. Und das macht sie so episch.